So, ich habe noch mal was in eigener Sache. Also wir sind ja immer noch dabei und suchen Kinder. So, also Sie brauchen sich auch keine Sorgen machen. Also schaffen Sie das nicht oder so. Sie verwalten denn nur. Ihnen gehört das, Sie sind unsere Kinder. Und Sie lassen den verwalten, Herr Nadel. Und das bringen wir Ihnen schon bei. Man braucht da keine Befürchtung haben. Weil ich möchte Ihnen das mal so sagen. Also ich weiß das ja nicht mehr, was meine Oma mir gesagt hat. Also ich hatte dann Jugendweihe, war 14. Heute weiß ich, dass ich 12 war. Dann hat Omi mich zur Seite genommen, dann wird sie mir alles erzählt haben, was mit mir ist. So, und als 12-Jähriger, der angeblich 14 war, habe ich einen Riesenschreck gekriegt, was auf mich zukommt. Dann habe ich noch gesagt, Omi, also ich kann mich nur daran erinnern, an den Schreck, nicht, was sie mir überhaupt gesagt hat. Und heute kann ich mehr denken. Da habe ich gesagt, Omi, das werde ich nie schaffen. Ich bin noch ganz alleine. Wie soll ich das noch schaffen gegen alle? So, und daran kann ich mich noch erinnern. Und dann hat Oma gesagt, du schaffst das schon. Wenn du so alt bist, ist es soweit. Dann kannst du das. So, und das möchte ich auch unseren zukünftigen, ich war zu Hause unterbrechen.